Job News. Nein, heute keine Job News. Heute die Welt der Technik. Ich begrüße euch total recht herzlich. Ich habe euch ein sehr langes Video gemacht. Ich hatte hinter mir den Plasma an und habe euch die Welt digital gezeigt. Ich habe ja hiermit gearbeitet. Das Foto liegt jetzt da hinten. Das muss ich jetzt nicht vorführen. Ich habe ja alles gezeigt. So. In diesem Videoclip möchte ich nur zeigen, dass man ja weiterhin alles mit Bluetooth, das ist ein Bluetooth, das hier ist ein sogenannter Pen, um damit arbeiten zu können. Mit dieser Bluetooth-Tastatur könnte ich jetzt hier sozusagen in dieses eingreifen, könnte ich mitarbeiten. Ja, geht also schneller, wie ihr seht. Ich kann also auch schneller abrufen. Ja, geht also schon schneller. Aber wie gesagt, hat man das aus den Flugzeugen herausgenommen? Jede Steuererklärung erzählt ihre Geschichte. Vielleicht ist es eine Komödie. Oder eine Romanze. Seid mir nicht böse. Die Steuer ist weder eine Romanze, weder ein Abenteuer. Die Steuer ist und bleibt das Schlimmste, was es gibt. Aber da müssen wir alle durch. Im Mittelalter gab es die Schergen, die halt die Steuer eingetrieben und heutzutage wisst ihr auch das. Wir haben im Moment eine Art Lüge, kann jeder für sich selber eruieren, ob es wirklich tatsächlich eine Lüge ist. Aber wir haben in Wirklichkeit tatsächlich einen sogenannten digitalen Angriff mit SARS-CoV-19, genannt Corona. Wir haben in der Politik festgestellt, deswegen habe ich es euch auch auf der großen deutschen Leinwand, da sitze ich zwar auch, aber auf dem Plasma gezeigt. Wir haben eine Technologie, wir haben ein Zeitgeschehen, wir haben ein neuartiges Verhalten miteinander und wir adaptieren aus Technik, aus Analogie und auch aus Vergangenheit. Das habe ich euch in diesem langen Video erklärt. So, und da jetzt bin ich mal eben kurz still. Kein Geräusch hört, bin ich nämlich gerade fertig. Okay, damit bin ich nie fertig, aber egal. Ich habe ja gerade diese Aufzeichnung schon mal gemacht. Ich habe das hier digitalisiert. Das ist natürlich privat, das zeige ich euch nicht. Ich zeige euch nur dieses. Ne? So, wir nehmen pro Meter 50 Cent. Und ihr wisst, das ist 15 Meter. Und wir nehmen also eine Pauschale für so kleine Rollen. Für so kleine Rollen eine Pauschale von 9,50 Euro. 15 Meter, 3 Minuten und ihr erhaltet das dann als digital von MPEG in HD-Qualität. Warum ich das Video jetzt mache, ist, da mich schon einige kontaktet haben, ob man das in 4K, 8K, natürlich geht das, das wird euch ja auch von einigen Firmen hier schon suggeriert. Da könnt ihr schon Charlie Chaplin sehen in 8K. Aus dem Jahr 1928. So, machbar ist alles. Und deswegen mache ich jetzt das Video. Es kann nicht sein, mach mal eben für 0 Euro. Ihr dürft mir glauben, während ich dieses sehr lange Video gemacht habe über die Welt der Technik, lief das. Und dann wurde das hergestellt und digitalisiert und wenn das Video gleich zu Ende ist, wenn ich gleich aufhöre, geht das nächste. Nächste und ich unterhalte mich. Ich bin also immer involviert. Alleine bin ich schon, aber nur analog. Ich bin analog alleine und bin aber in dieser gesamten Welt, auf diesem gesamten Planeten, bin ich wirklich involviert. Ob das wirklich tatsächlich mit den Navajos ist, ja, da die Sachen bestelle in Englisch, oder ich, wie gesagt, digitalisiere, hört ihr ja an dem kleinen Gerät, dass ich also, wie gesagt, elektronisch involviert bin. Ich lebe elektronisch und ich kann das also, während ich spreche, kann ich das hier eintippen über Bluetooth und ja, das geht halt und es macht auch alles viel Spaß, also mir jedenfalls. Mir macht die Welt analog und die Welt digital Spaß. Was mir aber jetzt mittlerweile keinen Spaß macht, ist, dass diese Cyberwaffe, dieser Cyberspace wirklich tatsächlich genutzt wird, um euch, die das nicht beherrschen oder die das nicht haben oder halt nur
Ja, die halt nur sowas haben. Die halt nur sowas haben und damit arbeiten und wirklich sich ableiten lassen. Ich will damit Geld verdienen, ich will damit berühmt werden oder ich will einem damit auf den Senkel gehen oder ich will meinen Unmut raushauen. Das ist natürlich, das ist halt menschlich. Es ist menschlich, dass einige, wie gesagt, so unterwegs sind. Es ist menschlich, dass einige, wie gesagt, diese Technik nicht so beherrschen. Und es ist natürlich menschlich, dass einige, wie gesagt, denjenigen, welchen, den sie da sehen, angreifen. Das ist menschlich, das ist normal. So, ich begrüße euch total und recht herzlich in der Welt der Technik. Und die Technik kann begeistern, sie kann aber auch knebeln, sie kann natürlich auch Mauern der Analogie einreißen. Das ist halt so. Ja, so, ich habe also wie gesagt aus der Welt mal geplaudert. Ich habe ein verdammt langes Video gemacht, weil ich festgestellt habe, wie stark wir doch manipuliert werden. Wir werden sehr stark manipuliert und für die, die sich nicht manipulieren lassen, ist es schwer, sich zurückzuhalten. Das ist halt, also ich muss mich wirklich zurückhalten. Ich muss wirklich sagen, meine lieben Freunde, hier stimmt was nicht. Ja, und was hier nicht stimmt, das wisst ihr selber und da kann ich leider nicht bei helfen. Ich kann überhaupt nicht helfen. Ich kann euch nur sagen, passt auf euch auf und wenn ihr damit umgehen könnt, ist super. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt, versucht es zu lernen, aber vergesst eure Analogie nicht. Vergesst eure Menschlichkeit nicht. Vergesst eure Freundlichkeit nicht. Jeder ist auf eine Art freundlich. Manchmal kommt es grob rüber, manchmal zu freundlich. Seid einfach Mensch, okay? Seid einfach Mensch und tschu, keine Ahnung, wir leben alle nicht ewig. Und die Welt der Informationen, die Welt der Informationen, wissen wir, ist halt und. Ich werde natürlich hier, nein, ich will nicht testen, ich will auch nichts kaufen. So, ich höre mir jetzt Sherlock Holmes. Ich gehe jetzt in die Welt von Sherlock Holmes. Ich gebe einen Plus, somit hat er 90, 30.000 Aufrufe. Ich höre mir jetzt Sherlock Holmes an. Ich arbeite weiter. Ich mache jetzt das aus. Ich bearbeite das jetzt. Und dann, während ich das gesagt habe, in dem Moment, wo ihr es gesehen habt, ist das schon lange wieder Vergangenheit. Ihr habt meine Vergangenheit an dem heutigen Tag gesehen und ich habe euch daran teilhaben lassen. Jetzt kommt Sherlock Holmes. Wenn es klappt. Technik, die Begeisterung. Vielleicht auch ein Thriller. Naja, hoffentlich ist es keine Horrorshow. So oder so. Wir sorgen für das Happy End. Denn wir kümmern uns um Ihre Steuererklärung. Unsere Steuerexperten.